grüßt euch. Die Wanderbrüder sind heute mal wieder in Berlin unterwegs. Heute haben wir auch mal die Kamera mit dabei. Heute ist Sonntag, der 10. Januar. Und die Temperaturen sind heute so etwas über 0 Grad. Ihr seht, wir sind ziemlich warm eingepackt. Und wir stehen jetzt hier an so einer Grünanlage am Buschrosenplatz. Und diese Grünanlage hier hinter uns, die zeigen wir euch jetzt mal, wie die aus der Vogelperspektive aussieht. Da werdet ihr überrascht sein. Und wo uns der Weg heute so hinführt, ja, lasst euch überraschen. Wir wissen selber noch nicht. Wir wollen einfach mal in Corona-Zeiten ein bisschen wandern. Und los geht's. Hier betreten wir jetzt eine schöne Wohnsiedlung mit schönen Gärten. Hier kann man leider nicht so reingucken. Hier wohnt es sich schön ruhig. Vögel singen schon, als wenn Frühling ist. Und hier betreten wir jetzt gleich noch eine Wohnsiedlung. Und hier sind wir als Kinder immer mit dem Roller rumgefahren. Das hat Spaß gemacht. So sieht die Wohnanlage von außen aus und die ist 1914 gebaut worden. Und ja, schaut mal, was die früher hier so gemacht haben, so mit den Figuren da dran. Ja, so baut man heute nun gar nicht mehr. Das sind die Baumeister. Ja. Und das ist hier der Teltow-Kanal. Und wir laufen jetzt hier an der rechten Seite, aber nicht da unten, sondern den oberen Weg entlang. Mal sehen, wo wir da rauskommen. Da drüben am anderen Ufer sind wir letztes Jahr im Sommer lang gelaufen zum Treptower Park. Und vor uns ist eine berühmte Holzfirma. Das ist die neue Spätbrücke, über die wir jetzt gleich rüber gehen werden. Da müssen wir aber hier unten durch.
und dann geht es rechts rum hoch. Den berühmten Turm da drüben, den kennt wohl jeder. Ist sogar mal die Sonne rausgekommen, wa? Ja. Schön. Sah heute Morgen nicht so aus. Extra für uns. Das sieht hier auch aus wie so ein Lost Place. Aber die Tür kriegt man nicht auf, die ist verrammelt. Da ist oben so ein Schloss dran. Vielleicht war das mal früher so ein Stromkasten. Wir befinden uns hier im Bezirk Treptow und da drüben das bekannte Gebäude, oder da hinten, das steht schon wieder im Nachbarbezirk Neukölln. Und dazwischen fließt ein Kanal, ich glaube das ist der Verbindungskanal, wie der heißt, und der geht dann rein in den Teltow-Kanal, wo wir vorhin waren. Und andere Seite ist dann die Spree. In die Richtung. Aber die sehen wir hier nicht. Und das hier ist eine schöne Kleingartenkolonie, wo wir jetzt hier langlaufen. Und jetzt gehen wir mal in die Anlage Baumfreunde. Kommen wir wieder weg von der Straße. Obwohl die Straße hier hinter uns, die ist auch nicht so stark befahren. Aber hier ist schöner. So, und wir befinden uns jetzt hier in der Königsheide. Und da waren wir schon mal jetzt im Sommer letzten Jahres. Ja, jetzt hat es uns wieder hierher verschlagen. Schauen wir mal, wie es jetzt hier im Winter aussieht. Na, dann kommt mal mit. So rumgehen. Jetzt sind wir zu voll zum Klettern. Da fragt man sich, was geht in solchen Köpfen vor?
So, und von da drüben sind wir jetzt rausgekommen. Hier ist dann der Königsheideweg. Und wir marschieren jetzt hier weiter durch diese Kleingartenkolonie. Kommen wir auf die Johannisthaler Chaussee. Und die müssen wir jetzt hier in diese Richtung verfolgen. Bis wir wieder an die Autobahn kommen und über den Teltowkanal rüber. Das zieht sich jetzt. Die Ernst-Keller-Brücke. Und das ist der Teltowkanal. Oh, hier liegt gerade ein Pott an. Glück muss man haben. Ja, da hinten kommt schon der nächste. Das ist jetzt hier der Teltowkanal. Und hier kann man zu beiden Seiten lang laufen, lang radeln. Dahinter ist die Autobahn. Und hier ist wieder eine Kleingartenkolonie. Und jetzt gehen wir hier ein ganzes Stück am Kanal entlang. Das sind Reste von einem Schneemann. Oh, ist eine hübsche Wohnanlage hier drüben. Wie so ein Kreis ist die aufgebaut. Sieht toll aus. Schauen wir uns mal an, wie das innen drin aussieht im Innenhof. Hübsch hier drin aus. Irgendwie hat diese Anlage eine Schneckenform. Müssen wir uns mal aus Google Earth mal angucken, wie das aussieht von oben. Schön bemalte Garagentore. Hier geht es auch durch eine schöne Wohnsiedlung mitten im Grünen. Und das hier ist die Bruno-Taut-Schule. Und gleich neben der Bruno-Taut-Schule steht die Bruder-Klaus-Kirche.
Und jetzt befinden wir uns auf dem Heimweg. Und hier geht es nochmal durch einen kleinen Wald. Richtig schön hier noch als Abschluss. Hier vor uns ist der ehemalige Gutshof Britz. Und das hier ist das Schloss Britz.